Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zur Strickeria-Folge Nummer 3 zu meinem Stricktagebuch und mittlerweile würde selbst ich sagen zu meinem Podcast. Ich bin Alicia, ich bin 39 Jahre alt. Ich hatte zwischen der ersten Folge und zwischen heute Geburtstag und ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und ja, habe vor genau einer Woche oder vor 8 Tagen meine allerersten beiden Folgen hochgeladen. Und es ist so unfassbar viel passiert. Ich habe so eine große Resonanz bekommen und habe so viel Schönes erlebt, wo ich nie hätte mit rechnen können. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich nehme ein bisschen eher für euch auf und warte gar nicht lange, weil ich einfach gerne direkt reagieren möchte auf euch. Ich werde heute also ein bisschen außerplanmäßig durch diese Folge durchgehen und ich glaube, dass ich gemerkt habe, dass ihr die ersten beiden Folgen ja direkt am Stück geguckt habt. Also ich habe gedacht, wenn man ja so 2 Folgen schon mal ins Netz stellt, dann habt ihr ein bisschen was zu gucken. Aber ihr seid genauso stricksüchtig wie ich und habt das, glaube ich, fast alle an einem Tag weggeschaut, aufgesogen. Und ja, mein Wunsch ist es, alle 14 Tage aufzunehmen, hochzuladen und zwischendurch natürlich auch was zu schaffen, was ich euch zeigen kann. Aber diese Folge muss ich jetzt von Herzen für euch aufnehmen und hochladen. Und ich freue mich auf eine kleine, wertvolle Zeit mit euch. Ich freue mich, dass ihr schaut, dass ihr meine Sachen mit mir teilt. Und weil das ein bisschen spontan ist heute, habe ich mir einen Notizzettel gemacht, weil es mir lieber ist, da ein bisschen raufzuspicken, statt dass ich im nächsten Teil erzähle, was ich heute alles vergessen habe. Also ich hoffe, ihr seid mit eurem Strickzeug bewaffnet und wünsche euch Spaß. Und ich werde ja der Reihe nach ganz in Ruhe erzählen und dabei ein bisschen an meinen Fjord-Socks weiter stricken. Ich möchte gerne in diesem Jahr das allererste Mal mich mit Colorwork befassen und habe diese Wolle, wo das Norweger-Muster schon direkt aus dem Knäuel kommt. Also hier seht ihr es auch. Da steht es nochmal explizit drauf. Ja, ist ein alter Hut, ist überhaupt nichts Neues. In der Farbe 184, in diesem Blau. Hat mich aber einfach gereizt und wollte ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Es macht Spaß und ich bin noch so ein bisschen am Anfang meiner Sockenkarriere. Und würde behaupten, dass die Qualität gut ist. Aber mittlerweile habe ich schon Vergleiche und würde diese Wolle nicht nochmal kaufen. Es gibt ganz, ganz viele wunderschöne Farben. Und es gibt auch eine Anleitung für eine Jacke oder für Loops sowieso von Sylvie Rasch. Die hat auch einen Schal, glaube ich, und einen Loop damit gemacht. Ja, und ich finde sie schön und sie macht wirklich Spaß. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon eine andere Lieblingssockenmarke, werde ich euch nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Und was die Anfänger betrifft, ja, also ich möchte gar nicht so viel zum Thema Socken sagen, weil es, glaube ich, die Fortgeschrittenen immer ein bisschen langweilt. Ich werde euch aber unten die 3 Videos verlinken, mit denen ich das Sockenstricken gelernt habe. Und das war die Elisa, die ja leider nicht mehr unter uns ist. Liebe Grüße an dich, Elisa. Ich gucke jetzt ganz bewusst nach oben, weil wenn irgendjemand im Himmel ist, dann die Elisabeth. Und es gibt ein Video, was ja so ziemlich schnell einen durchführt durch so eine Socke. Und dann gibt es halt noch ein paar Videos, wo ich sage, das sind so meine Favoriten, wie ich am liebsten stricke. Nur, dass ihr das auch findet. Ja, dass auch die Anfänger ein bisschen befriedigt werden hier.
Ja, und ich bin so ein kleiner Zahlenfetischist. Ich bin überhaupt nicht abergläubisch, aber ich liebe die 3, die 5 und die 7. Und bevor ich angefangen habe aufzunehmen, habe ich mir gedacht, ich möchte ein Gewinnspiel in der Form gar nicht von der Abonnentenzahl abhängig machen. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber für mich geht ja diesem Podcast eine Zeit voraus und mit dem Hochladen der ersten Folge und der zweiten Folge, da war für mich schon so ein ganz großer Schritt getan, weil ich mich, wie wahrscheinlich jeder, so ein bisschen herantasten musste und lange, lange Zeit Anlauf und Mut nehmen musste, um aufzunehmen. Und ich hatte mir von vornherein vorgenommen, dass ich in der dritten Folge, ja, euch etwas schenken möchte. Ich würde gar nicht sagen, ein Gewinnspiel mache, sondern ich möchte euch etwas schenken und möchte einfach, ja, ein paar Leuten in diesem Zuge eine kleine Freude bereiten. Weil es für mich, also schon mit dem Hochladen der ersten Folge ist für mich schon, ja, irgendwie was zu feiern gewesen. Jetzt ist Folge 3. Ich habe jetzt wirklich allen Grund, mich bei euch zu bedanken und ich möchte gerne euch mit ein paar Kleinigkeiten aus Berlin überraschen. Und ich möchte, dass 3 Leute, die mir zuschauen, die Spaß haben an dem, was ich hier mache oder zeige, dass die so ein bisschen stellvertretend für die Community oder für die Familie, die ich jetzt mit euch gewonnen habe, einfach eine Freude haben. Ich werde euch ganz gemein erst im nächsten Video sagen, was es zu gewinnen gibt. Und bis dahin müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben und seid so lieb und schreibt als Codewort einfach Berlin. Ja, also kann sich, glaube ich, jeder merken. Achtet bitte darauf, dass vor dem Wort und nach dem Wort ein Leerzeichen ist, also vielleicht kein Satzzeichen oder ein Ausrufezeichen dahinter, weil ich mir nicht so sicher bin, wie dieser Comment-Picker damit umgeht. Also schreibt mir einen Kommentar. Es kann auch nur dieses eine Wort sein, Berlin. Und dann werde ich 3 Leute auslosen, denen ich ja, eine kleine Überraschung bereiten möchte. Es wird natürlich auch was Wolliges dabei sein, aber was es genau ist, würde ich euch dann erst gerne bei der Verlosung verteilen. Ein bisschen Spannung muss sein. Ja, das war der einzige Punkt, der für diese Folge geplant war. Und ja, es gibt auf jeden Fall einen Nachtrag zu Folge 1. Ich dachte, dass ich total super vorbereitet hier alles aufnehme. Aber siehe da, wer des Aufräumens mächtig ist, der findet doch noch so das ein oder andere. Ich fange mal an mit meiner grünen Trachtenweste. Ich habe euch nämlich dieses furchtbare Schwarz-Weiß-Bild gezeigt, wo eigentlich keiner so eine richtige Vorstellung hat. Ne? Das ja, wird dem überhaupt nicht gerecht. Und ich dachte, ich hätte Ordnung, aber jetzt habe ich noch mal ein bisschen besser und mehr sortiert und habe die Zeitschrift dazu gefunden. Und zwar ist das Sabrina Spezial Alpenstrick. Wo ganz süße Sachen drin sind. Und jetzt kann ich es euch in Farbe zeigen. So sieht das Bild aus. Ich gucke immer mit in die Kamera, weil ich sonst Angst habe, dass ihr mich nicht hört, wenn ich hier hinter der Zeitschrift verschwinde. Hier ist also die rote Trachtenjacke im Original, in die ich mich damals verliebt habe. Auch total die süßen Knöpfe drauf. Und mittlerweile, auf den zweiten Blick, habe ich mich auch in diese Weste verliebt. Weil ich finde, hier ist eigentlich vom Muster relativ viel los. Und da kommt aber dieser Farbwechsel so gut zur Geltung. Es ist noch ein Rock mit bei. Also ich werde dieses Jahr diese Weste nicht mehr stricken, aber sie ist jetzt irgendwie noch mal ganz anders auf der Pipeline. Und hier sind noch mal diese Originalbilder in Farbe. So, das wollte ich euch gerne noch zeigen. Und ja, dann ist es so, ich habe mir eine Zeitschrift gekauft
Und zwar die Strick-Highlights aus der Verena. So, vielleicht hat der ein oder andere diese Zeitschrift auch. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch Tragefotos mache. Von der grauen Trachtenjacke und auch von der rosanen Jacke aus der Catania. Ich habe hier einen Bereich, in dem ich ganz, ganz schwer euch die Sachen vernünftig zeigen kann, weil ich nicht so viel Abstand zur Kamera habe. Und da bieten sich Tragefotos an. Und ich kann jetzt schon relativ viel, was die Videobearbeitung betrifft, aber ich kann keine Bilder einblenden. Und da bin ich jetzt heute ein bisschen über mich hinausgewachsen und möchte nur vorher euch noch was erzählen. Und zwar habe ich mir blau-weiße Wolle bestellt, die ich euch zeige, wenn ich irgendwas angestrickt habe oder zumindest eine Maschenprobe gemacht habe. Und ich wollte damit ein maritimes Raglan-Sommerkleidchen stricken. Dann habe ich mir diese Zeitschrift gekauft und dann ist mir ein wunderschönes Oberteil ins Auge gefallen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Also ich finde es total klasse gemacht, weil einfach dieses Ajour- oder Lochmuster alleine relativ üblich ist, sage ich mal. Also ich finde es jetzt alleine nicht so den Knaller. Aber in Verbindung mit den Streifen finde ich es halt ganz toll. Finde es eine ganz tolle Idee. Und ich versuche ja immer, die Dinge positiv zu sehen. Und ich möchte euch hier keine Sachen mit euch teilen, über die ich mich geärgert habe. Aber was ich erwähnen möchte: Hier sind Strick-Highlights spezial angekündigt, Lieblingslooks. Und dieses Oberteil ist ein weites Oberteil. Ja, also ich meine, dass es nicht eine Frau gibt, egal welche Kleidergröße sie trägt oder welche Konfektion sie hat, der das nicht stehen würde. Ja, weil es eigentlich jeder Figur schmeichelt, ist meine Meinung. Diese Anleitung gibt es in Größe 36-38. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Zeitschrift durchgeblättert und es gibt viel, was nur in 36-38 abgebildet ist von der Anleitung. Das Heft kostet 4,90 Euro und um es so diplomatisch wie möglich zu sagen, ich finde es ganz, ganz schade, wenn ich jetzt ein Strickmagazin rausbringe und es wird von kreativen Leuten gekauft. Dann soll erstmal jeder daran Freude haben und es soll keiner mit seiner Kleidergröße in irgendeiner Form diskriminiert werden. Und ich benutze ganz bewusst das Wort diskriminiert, weil ich zum Beispiel Schuhgröße 42-43 habe. Mir hat die Schuhbranche mit 16 beigebracht, dass man eigentlich im Schuhgeschäft nur bis Größe 41 Schuhe kaufen kann. Es gibt sehr wenig in Größe 42 und dann wird unterstellt, dass man 1,90 groß ist und dass man mit 1,90 alles nur keine hohen Schuhe tragen will. Das heißt, man landet eigentlich automatisch in der Männer-Sportschuhabteilung, ja, und hat nicht die Möglichkeit, sich einen eleganten, schönen Damenschuh zu kaufen, der dann auch mal ein schickeres Outfit aufwertet. Ja, deshalb, ich kenne das Gefühl, wenn man einkaufen geht und es gibt nichts in der passenden Größe. Und ich würde sagen, im ganz normalen Bekleidungsgeschäft oder im Kaufhaus gibt es ja viele Größen. Und es gibt auch Plus-Size-Läden, wie sie es nennen. Aber da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und das heißt, es ist ja auch nichts für Anfänger, die erstmal eine Maschenprobe machen, sich dann das Muster anschauen und dann irgendwas umrechnen müssen. Also das fand ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass Männer wie Frauen sich da so gut wie nicht von beeinflussen lassen. Also mich stört es einfach ein bisschen, ich finde es unfair und
es ist einfach nicht so, dass es Durchschnittsgrößen gibt, sondern jeder ist mit seiner Größe ganz normal und jeder kann selber entscheiden, worin er sich wohlfühlt und was ihm steht und was er gerne trägt. Das ist meine Meinung. Das muss ich jetzt mal gesagt haben. Und ja, ich bin heute über mich hinausgewachsen und habe euch heute eine Trageschau aufgenommen. Es ist eine kleine Premiere in meinem Podcast. Und ich habe euch eine Trageschau aufgenommen statt den Bildern, die ich nicht einblenden kann. Es geht technisch nicht. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und danach gibt es natürlich noch die ein oder andere Erläuterung. Ich habe übrigens auch neben der Catania-Jacke im Kleiderschrank noch eine Weste gefunden, die ich auch noch mit der Wolle gestrickt hatte. Hatte ich schon vergessen. Und in diesem Sinne erstmal ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und genau, ich habe Kleidergröße 44, 46. Und euer Highlight anhand der Kommentare war mein Glitzerkleid, worüber ich mich sehr, sehr freue. Vielleicht habe ich auch damit aufgeräumt. Ich glaube, ich habe schon meinen Spitznamen weg, die ihre Kleider auch mit Fehlern trägt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr ganz viel Spaß habt und dass ihr was Vernünftiges seht. Tatort ist mein Balkon, mein Südbalkon, mein Lieblingsort in der Wohnung. Und ja, die Protagonisten werden noch durch meinen Lebensbaum erweitert und mein Feigenbäumchen. 6 Feigen konnte ich schon essen dieses Jahr. Also ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass ihr alles gut sehen konntet, dass ihr auch ein bisschen schmunzeln konntet. Das Ganze ist natürlich ja mit ein bisschen Humor gewürzt. Ich bin kein Model, aber es hat mir Spaß gemacht und die Sachen sind ja für mich maßgeschneidert. Warum sollte ich euch die nicht zeigen? Und ja, vielleicht ist es einfach so eine kleine Botschaft, die rüberkommt, dass jeder mit dem Körper gut ist, so wie er ist. Das fände ich irgendwie schön, wenn mehr Menschen das so sehen und für sich annehmen können und einfach ein bisschen mehr schauen, wie fühle ich mich, wann und wie bin ich glücklich und dass diese Oberflächlichkeiten sich vielleicht irgendwann mal ändern, dass es nicht immer so im Vordergrund steht. Ja, ich habe ganz, ganz viel, was ich euch heute zeigen und erzählen möchte. Und ich fange an mit einem Projekt, was ich euch gerne zeigen wollte, was auch wieder sehr, sehr anfängertauglich ist.
Und zwar findet ihr einen Link zu einem Landlusttuch. Das ist ein ganz einfach gestricktes Tuch und ich habe das schon vor längerer Zeit mit der Tahiti von Schachenmeier gestrickt. Es ist ein Baumwollgarn und ich würde es als Lace-Garn bezeichnen. Ich glaube, es ist der falsche Begriff, aber die Lauflänge der Tahiti und die Dünne der Wolle, das ist, worunter ich mir ein Lace-Garn vorstelle, also wo eben Lace-Muster gut zur Geltung kommen. Die Tahiti gibt es in ganz vielen Farben. Ich zeige euch ganz kurz, was die Webseite von Schachenmeier ausgespuckt hat. Das ist nur so, dass ihr mal jetzt direkt einen kleinen Einblick habt. Ansonsten, wie gesagt, auch dazu gebe ich euch den Link. Also ihr seht, es sind sowohl sommerliche Farben als auch dunklere Farben mit einem ganz, ganz schönen Farbverlauf. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei Schachenmeier so ein Dauerbrenner, also dass die einfach nicht verschwindet aus dem Sortiment. Ja, und ich freue mich, dass ich es euch zeigen kann, weil mir auch ganz wichtig ist, vielleicht mit dem einen oder anderen Strickstück den Anfängern Lust zu machen. Ich halte es einfach erstmal in die Kamera. Hier sieht man ganz schön den Farbverlauf. Die Farbe heißt Bermuda. Und hier unten seht ihr eine Art Blättermuster. Das habe ich aus einer Anleitung, die auch kostenlos war. Es gibt eine kostenlose Tuchanleitung. Und hier muss ich euch leider warnen, die habe ich halt so ein bisschen freischnauze rangestrickt und da kann ich euch keinen Link zu geben. Also ihr werdet sehen, dass es gerade bei ganz, ganz vielen kostenlosen Tuchanleitungen gibt es wie so eine Art Blattmuster, was man dann einfach unten ranstricken kann. Ja, jetzt kommen wir zu den Anfängertipps oder auch Fehlern, wenn wir ehrlich sind. Ich habe dieses Tuch von unten gestrickt. Also man strickt dieses Landlusttuch von unten. Man nimmt in jeder Reihe am Rand zu. Und dieses locker luftige Muster, das ist eine Masche rechts und eine Masche rechts verschränkt. Naja, den Link findet ihr unten, bevor ich mich jetzt hier um den Kragen rede. Ja, und Fehler insofern, also zum einen habe ich hier oben in den Bündchenrand und auch hier unten in der Borte hier war ein wunderschönes Muster. So, dieses Muster erkennt man nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz scharf stellen. Da. Dieses Muster ist kaum noch zu erkennen. Hier war ein weißes Beilaufgarn mit drin. Und was habe ich gemacht? Ich habe mein Baumwolltuch genommen und habe es bei 50 oder 60 Grad gewaschen. Und habe vergessen, dass hier dieses Baumwollgarn, das war teilweise mit Seide auch vermischt, eine ganz, ganz dünne Wolle. Und das ging natürlich nicht gut. Also es ist hier im Prinzip ist es richtig wie Filz. Das ist wie Filz. Hört ihr das? Das ist einfach wie gefilzt. Und wenn man es auseinanderziehen wollte und ein bisschen mehr Muster erkennen kann, hier sieht man vielleicht noch einen Rest. Da. Ja. Also es ist eine Filzborte geworden. Von daher achtet einfach immer darauf, wie ihr die Sachen wascht. Und Punkt Nummer 2, das sieht man auch hier sehr, sehr schön. Ich habe hier und hier den neuen Faden angesetzt. Und warum? Weil ich beim ersten Mal mich verkalkuliert habe und ich gedacht habe, ich schaffe die Reihe noch. So. Und dann habe ich mir eingebildet, ja, also hier wird nichts verschwendet. Ich schneide hier keinen Faden ab, wenn das Garn zu Ende ist.
dann wird einfach der neue Faden angesetzt, wird vernäht. Und das funktioniert bei so einem luftigen Muster natürlich gar nicht. Ja? Hier ist wahrscheinlich beim Waschen ist der Faden ein bisschen rausgezogen. Ja, und von daher, wenn ihr Tücher strickt und ihr seid an einem Ende und man sieht schon, der Faden wird nicht reichen. Ja, also spart nicht am falschen Ende. Ich weiß, bin eigentlich nicht so ein Geizheimer. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Trotzdem ein sehr, sehr schönes Tuch. Ich liebe das. Und es ist groß genug, dass ich es einmal so über die Schulter kriege. So. Farbverlauf finde ich auch immer noch schön. Und größtenteils trage ich es so. So. Und liebe halt dieses Luftige, ja, was hier vorne passiert, was hier los ist. Also das macht mir total Spaß. Das ist ein schönes Tragegefühl. Hier sieht man ja auch die Fehler nicht mehr so. Und die Borte, finde ich, kommt immer noch relativ gut zur Geltung. Und wenn man es nicht weiß, es sieht ja keiner, dass das mal anders sein sollte. Aber trotzdem, wascht eure Sachen nicht zu heiß. Ja, und von daher, also die Tahiti kann ich wärmstens empfehlen. Und dann habe ich früher, um Reste zu verwerten, Kissen gestrickt. Und auch da gibt es online kostenlose Anleitungen. Ich hatte die damals allerdings downgeloadet, ich meine von der Lana Grosser Seite. Die haben einen Adventskalender gemacht und da konnte man jeden Tag im Dezember sich adventskalendermäßig ein schönes Strickmuster downloaden, runterladen. Und da gab es Anleitungen, ja, wie man Kissen aus der Mitte heraus strickt. Hier sieht man das ganz schön. Und das sind halt alles Restewollen. Also da kann ich euch auch nicht so viel zu sagen. Hier ist es leider so, ja, also es ist echt so eine kleine Fehlershow bei mir. Ich bin selber erschrocken. Aber hier habe ich total im Jum das Kissen, so wie es ist. Also das ist ja, die Füllung ist ein ganz normales Kissen, was ich bei eBay gekauft habe, wo ich dann, was ich vorher reinmache, bevor ich also die, ja, bevor ich das Kissen vernähe. Und dann habe ich diese Sachen bei 30 Grad gewaschen mit einem Hygienespüler, wo ich dann sage, wenn Hygienespüler drin ist, dann kann ich auch eine Jeans reinmachen. Und die Jeans hatte einen Reißverschluss, den ich nicht geschlossen habe. Also ihr werdet mit den Augen rollen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber es hilft ja alles nichts. Ne? So war es halt und es hat Fäden gezogen. Das muss ich jetzt dringend vernähen und reparieren. Naja, aber ich wollte sie euch gezeigt haben. Das sind so Restekissen, die sind super, super kuschelig. Und hier ist eins mit der Tahiti. Und da sieht man auch, was ich mit dem Lace-Garn meine. Also für diese Art Muster, das ist auch so ein Blattmuster, auch ähnlich wie an dem Tuch selber dran ist. Für diese Muster ist es schon fast zu zart. Ne? Hätte man vielleicht doppelfädig nehmen können. Ja, hier war auch wieder Onkel Reißverschluss. Und dann gibt es noch das hier. Ja, und die sind sehr kuschelig, die haben Spaß gemacht und die sind leider ganz, ganz viel im Schrank, weil die nicht zur Couch passen und weil wir ein Haushalt sind, wo wir leider die Betten nicht machen. Also jetzt wird es ein bisschen privat. Die Betten werden morgens aufgeschüttelt, werden aufgemacht, dann wird kräftig gelüftet, dann ist den ganzen Tag im Schlafzimmer Fenster auf. Aber wir haben eine richtig, richtig schöne Tagesdecke und die benutzen wir nicht so richtig. Wenn die immer liegen würde, könnte man die natürlich immer drapieren. Ja, vielleicht sind wir noch nicht so weit, vielleicht ist es eine Sache des Alters. Im Moment, ja, soll das Schlafzimmer lüften und gut ist. Aber dadurch sind die leider viel im Schrank und werden kaum benutzt.
So, das war das. Und dann möchte ich euch gerne etwas zeigen. Weil wir gerade beim Thema Kissen sind. Thorsten von Just Do It, zu dem ich nachher auch noch komme, hat ja mich ein bisschen verraten, sage ich es mal. Er hat ja erwähnt, dass ich Künstlerin bin. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja nichts, was ich in irgendeiner Form verheimliche oder wo ich nicht zustehe. Aber ich habe gedacht, ja, ich will es hier gar nicht groß erwähnen. Es war mal mein Beruf. Ich war hauptberufliche Sängerin und ich habe mich 2019 umorientiert. Ich bin seitdem eine ganz normale Angestellte, habe eine 40-Stunden-Woche. Mein Leben hat sich natürlich sehr verändert im Vergleich zu einer freiberuflichen Sängerin, wo jede Woche anders aussieht, wo man das halbe Jahr unterwegs ist, hier singt, dort singt, mit der Formation, für die Privatpersonen. Und ich bin ein sehr offener Typ. Wenn es euch interessiert, kann ich dazu natürlich was sagen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Aber das Stricken ist natürlich Teil meiner Freizeit. Ja? Und für mich ist es hier mein Stricktagebuch, wo ich euch schöne Sachen zeige. Und da gehört meine Arbeit nicht mit zu. Also es passt für mich hier nicht rein. Wenn euch dazu was interessiert, fragt mich gerne. Ihr dürft mich alles fragen. Ich bin über keine Frage sauer und wenn ich es nicht beantworten möchte, dann beantworte ich es halt nicht. So. Aber es ist ganz gut, dass er mich da verraten hat, der liebe Thorsten, weil ich euch zeigen möchte, warum mir dieses Geschenk, dieses Schafskissen, so gut gefällt und warum es mir so viel bedeutet. Und zwar hat mein Mann, der immer noch, wie ich auch, immer noch Musik macht, aber auch nicht mehr hauptberuflich, hat am Sonntag letzte Woche ein Konzert gegeben und im Publikum war eine Dame, die mein Mann und auch mich aus einer alten Bandformation kennt. Und wir haben vor vielen, vielen Jahren an der Küste in Howacht, an einem wunderschönen Urlaubsort, haben wir ein Konzert gegeben. Und bei uns war es immer Tradition, dass wir zwei Sets gespielt haben, dass wir eine Pause hatten und dass wir in der Pause am CD-Stand waren. Und die Leute, die Lust hatten, die konnten entweder eine CD kaufen und in jedem Fall aber auch einfach kommen und Hallo sagen und mit uns quatschen. Oder manche wollten gerne ein Foto machen oder ein Autogramm haben. Und das hat uns immer viel Spaß gemacht. Ja, das war meistens so in einem Rahmen zwischen 100, 200 Leute, also relativ intim, sage ich mal. An schönen Orten, teilweise auch in Kirchen, haben wir also in einer Dreierformation, Gesang, Schlagzeug, Piano, haben wir Konzerte gegeben. Und mit einer Dame habe ich mich übers Stricken unterhalten. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz lieb die Erika grüßen. Es ist so, in 8 Jahren Bandgeschichte mit sehr, sehr vielen Auftritten pro Jahr. Ich kann mir keinen Namen merken, ich kann mir sehr gut Gesichter merken. Und am Sonntag kam die Erika zu meinem Mann und hat ihm dieses Kissen für mich überreicht. Und ich bin der Meinung, es gibt keine Zufälle. Ich habe 2 Tage vorher in einem Video, auch bei den Podcasts, was denn sonst, habe ich im Hintergrund ein kleines Schaf gesehen, auf der Couch. Und da habe ich gedacht, ja, also irgendwie hätte ich auch gerne irgendein Schaf bei mir zu Hause in der Wohnung als Symbol. Ich liebe Tiere und Schafe natürlich sowieso. Ja, und dann kam am Sonntag mein Mann nach Hause und hat mir dieses Schaf mitgebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gehäkelt ist. Und ich habe noch nie sowas Süßes gesehen. Hier sind 2 Wollen. Auch miteinander verbunden. Das eine sieht aus wie eine Merino-Wolle und das andere ist halt so ein bisschen so ein dünneres, festeres Häkelgarn. Und ich finde dieses Schaf wunderschön. Ich finde es total süß und es hat wirklich so eine, für auf die Couch, so eine Kuschelgröße. Und das sind so Sachen, ja, wenn die Leute dich über mehrere Jahre
an unterschiedlichsten Orten bei Konzerten besucht haben und du selber kennst vielleicht gerade noch das Gesicht und sagst, ach Mensch, wir haben uns doch vor ein, zwei Jahren übers Stricken unterhalten. Und dann bekommst du sowas geschenkt, ne? Wo ich weiß, wie viele Stunden und wie viel Leidenschaft und wie viel Arbeit darin steckt. Ja, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie es mir ging. Also ich war sehr, sehr gerührt und das Schäfchen bekommt einen Ehrenplatz. Und das wollte ich euch natürlich auch zeigen. Und mit einem ganz lieben Gruß und einem dicken Bussi an die Erika einen lieben, lieben Gruß. Vielen Dank. Ja, das sollte jetzt nicht fehlen in der Kissenparade. Und jetzt nehme ich nochmal mein Strickzeug und möchte euch ein paar Gedanken mit euch teilen. Die Folge heißt ja, ich denke laut und was bisher geschah. Und ich habe eine wahnsinnig aufregende Woche hinter mir. Ich konnte teilweise nachts nicht schlafen. Ich habe, wie im Dschungel, saß ich auf der Arbeit und war einfach eine Woche daueraufgeregt aufgrund der Geschehnisse, die hier sich abgespielt haben. Und ich habe noch nie so viele Inspirationen und Ideen gehabt, weil mir nach dem Hochladen, ich jetzt immer noch versuche nachzuvollziehen, dass ich jetzt irgendwie so eine Tür geöffnet habe und dass ich jetzt in einer virtuellen Gemeinschaft bin, die ich mir von den Zahlen her, die ich mir gar nicht vorstellen kann. So. Und ja, ich bin ja ein Mensch, ich liebe Austausch, ich bin sehr sozial. Und jetzt ist es so, wir haben Spätsommer und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Herbst schon in Sichtweite ist. Und es wird euch vielleicht auch so gehen, was die Strickprojekte betrifft. Ich bin jetzt schon manches Mal mit meinen Gedanken bei Weihnachten, weil ich auch so ein paar Sachen auf jeden Fall noch brauche zum Anziehen. Auch aus dem Nähbereich. Ich habe im Moment keine Übergangsjacke und kein Wintermantel, der passt, weil ich ja zugenommen habe. Also, jetzt ist Ende August, muss das Ding eigentlich fertig sein. Und ich habe gerade erst das Schnittmuster ausgedruckt. So. Naja, und im Strickbereich habe ich so ein paar Sachen, die ich gerne haben möchte oder tragen möchte. Bin auch ein riesen Weihnachtsfan. Und damit geht aber einher, ich stand gestern Abend in der Küche, es war 21 Uhr und es war draußen stockduster. So. Jeder einzelne Mensch von uns hat in den letzten 2 Jahren, glaube ich, ganz, ganz viel erlebt und sich auch verändert mit dieser Pandemie. Und ich kann voller Dankbarkeit sagen, dass es für mich fast nur positive Auswirkungen hatte. Da hing, wie gesagt, der Berufswechsel mit zusammen, den ich unabhängig von Corona schon 2019 vollzogen habe, aber der einfach nochmal so viel nach sich gezogen hat in der Pandemie. Und während ich jetzt ein Weihnachtsfan bin und für mich der Herbst total schön ist, es gibt auch kein Wetter, was ich nicht mag, gibt es ja ganz viele Leute, die jetzt in eine dunkle Jahreszeit gehen und wissen, dass sie damit richtig zu tun haben, psychisch, dass es ihnen nicht gut geht. Und ganz viele Menschen, ja, die Depressionen haben, da geht es, glaube ich, in der dunklen Jahreszeit, da kommt, glaube ich, nochmal eine Schippe drauf. Und ich habe den Wunsch, eine Aktion ins Leben zu rufen. Ich habe auch schon einen Namen dafür. Ich nenne sie Aktion Berliner Winter. Und ich möchte gerne ein gemeinsames Stricken ins Leben rufen, wo man im November am Ende dieser Aktion von einem anderen ein Tuch geschenkt bekommt. Ich habe mir gedacht, dass jeder, der daran teilnehmen möchte, ein Tuch strickt, was ich euch gleich auch noch zeigen werde. Tücher sind Sachen, die passen jedem
egal welche Kleidergröße er hat. Die können sowohl Frauen als auch Männer als auch Kinder tragen. Meinetwegen auch Haustiere, keine Ahnung. Also ein Projekt, wo wirklich jeder mitmachen kann. Und ich möchte eigentlich die Leute aufrufen, mitzumachen, denen es nicht so gut geht. Es kann und soll jeder mitmachen, aber ich möchte, dass die Aktion Leuten, die zur Depression neigen, zu einem Thema, was immer noch totgeschwiegen wird, an vielen Stellen in der Gesellschaft, denen möchte ich die Möglichkeit geben zu sagen, okay, Anfang September beginnt diese gemeinsame Strickaktion. Ich nehme mir die Wolle, die ich zu Hause da habe, die, mit der ich gerade gerne stricken möchte. Ein Projekt, ein Tuch, was einfach ist oder beziehungsweise was einfach erklärt ist. Natürlich würde ich euch begleiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also auch Anfänger können halt sofort mit loslegen. Und die Idee ist halt, dass jeder sozusagen wie bei so einem Wichteln Zeit hat, bis Ende November dieses Tuch fertig zu stricken. Und dann bekommt er eine Adresse, die ausgelost wird, und der schickt er sein Tuch. So ist meine Idee. Deshalb heißt diese Folge Ich denke laut, weil die Idee ist wirklich ja innerhalb von ein paar Tagen entstanden. Und es wäre natürlich schön, wenn Leute sagen, ja, also ich habe keine Depression, mir geht es immer supi im Winter, wenn auch die sich eingeladen fühlen, wenn die auch mitmachen. Und was ich schön fände, wäre, also wenn ihr Lust habt mitzumachen, schreibt mir eine E-Mail mit dem Betreff Berliner Winter oder Tuch. Ja, ich lese ja eh alle E-Mails, nur dann kann ich das ein bisschen leichter zuordnen und finden. Und ja, ich hoffe, dass einfach dann jeder ein Projekt hat, was ihm Spaß macht, wo er sich in der Zeit, in der er strickt, mit anderen verbunden fühlt. Und dass man sich auch auf ein kleines Päckchen freut, was dann im Advent, in der Adventszeit, also was wir dann Ende November verschicken können, und was dann im Dezember einfach eine kleine Überraschung bringt. Und wenn ihr so drauf seid wie ich und ihr habt gerade 7 oder 8 Projekte auf der Nadel, dann könnt ihr trotzdem mitmachen, weil das wirklich ein einfaches Projekt ist, ein einfaches Tuch ist. Ich sage euch jetzt auch, worum es geht. Ich habe hier noch kurz ein Bild, was ich euch zeigen möchte. Die Eveline von Maschenträume, durch die habe ich dieses Tuch kennengelernt. Es ist eine kostenlose Anleitung. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ich habe total Lust mitzumachen, aber ich habe im Moment überhaupt kein Geld. Ja? Das war mir so ein bisschen wichtig, dass jetzt nicht jeder für 6 oder 9 Euro eine Anleitung kaufen muss, weil auch 6 oder 9 Euro, es gibt Phasen im Leben, wo man die nicht hat. So. Ich zeige euch jetzt kurz das Tuch. Es heißt Dotti. Und für alle, die schon länger Podcast gucken und die schon Profis sind, ist mir klar, dass es ein alter Hut ist, aber da geht es ja nicht drum in diesem Fall. So, es ist ein Halbmondtuch. Leider spiegelt es hier gerade sehr. Aber wie gesagt, die Anleitung findet ihr bei Ravelry. Sie ist kostenlos. Es ist ein Halbmondtuch. Es wird nur aus rechten Maschen und Umschlägen gestrickt, und die Zunahmen werden in jeder Reihe am Anfang und am Ende gemacht mit KFB, Knit Front and Back. Selbst ich kann euch das erklären, wenn da jemand Fragen hat, aber da gibt es auf jeden Fall 1000 Videos dazu. Und das Tuch heißt, wie gesagt, Dotti. Ich zeige euch nochmal Dora, Otto, Doppel, Theodor, Ida, Emil. Und was ich besonders schön finde, ist, in der Anleitung steht ganz unten drunter, die Anleitung ist von Annalena Jäger aus dem Jahr 2015. Und sie schreibt, bitte keine gewerbliche Vervielfältigung, gerne aber Nutzung für den Verkauf zu wohltätigen Zwecken. Und das finde ich total schön, weil sie auch so einen wohltätigen, karitativen Wunsch damit verbunden hat, mit dieser Anleitung.
Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt jemand als sein Wichtelpartner einen Mann zugelotst bekommt, dann hat er eigentlich ein bisschen Glück gehabt, weil wenn man die Rüschenkante weglässt, dann ist es doch auch für einen Mann tragbar. So war jetzt meine Überlegung. Ja, soweit sind meine Gedanken. Wir haben jetzt ja Ende August. Ich fände es schon schön, wenn wir gemeinsam Anfang September anfangen und wenn die Tücher Ende November verschickt werden. September, Oktober, November, es sind 3 Monate Zeit und es ist ein Projekt, was man gut nebenbei stricken kann. Genau, und dann habe ich mir noch gedacht, mir ist so ein bisschen der wertschätzende Part dabei wichtig. Wenn ich ein Paket bekomme, wo jemand sich hingesetzt hat und mir ein Tuch gestrickt hat, dann finde ich, ja, sollte man dafür dankbar sein und man sollte vielleicht auch das ein oder andere Auge zudrücken, wenn man jetzt sagt, die Wolle ist vielleicht nicht so hochwertig wie die ich genommen habe. Damit meine ich, dass einfach der Gedanke sollte sein, es können alle mitmachen, es sollen alle mitmachen und der eine hat halt mehr Geld und der andere hat weniger Geld. So. Und selbst wenn ich ein Tuch bekomme, wo ich sage, die Farben funktionieren für mich nicht, die trage ich nicht oder die Wolle kratzt mir, ich bin zu empfindlich, dann hat man ein Tuch und kann es vielleicht jemand anderem schenken, dem es gefällt. Ja, also ich hoffe, ihr versteht, worum es mir geht. Es geht einfach nur um den positiven Gedanken und um den Spaß, den das Ganze bringen soll. Und über die Überraschung, die man sich Anfang Dezember bereitet. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wie immer mir dazu Kommentare schreibt. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe ganz viel Zeit und ich möchte mich ein bisschen engagieren, weil ich ja noch nicht weiß, wie diese Aktion dann losgeht, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, schreibt mir das auch gerne in die E-Mail rein. Wichtig ist halt nur, dass ihr mir schreibt, dass ihr mitmachen wollt und dass ihr mir direkt eure Adresse mit in die E-Mail schreibt, damit ich euch auslosen kann und euch dann Ende November, wenn das Ganze verschickt werden soll, euch euren Wichtelpartner zusenden kann in Form der E-Mail. Ja, das ist die Aktion Berliner Winter. Und jetzt möchte ich euch daran teilhaben lassen, wie meine letzte Woche war, was hier hinter den Kulissen im Podcastland passiert ist. Ich stricke direkt los, damit ich nicht so aufgeregt bin. Und ihr seid alle erwachsen. Ich traue euch zu, wenn ihr irgendwo hin müsst oder wenn es euch zu langwierig ist, dass ihr auf Pause drückt oder dass ihr einfach ein anderes Mal weiterschaut. Ne? Und sowieso gehe ich davon aus, dass ihr gerade handarbeitet. Sonst würde ich mir nicht erlauben, euch nicht anzuschauen, sondern hier weiter zu stricken. Also, heute ist bei mir Samstag und ich habe Freitag vor einer Woche, an einem Freitag, den 13., meine 2 Folgen hochgeladen. Und was ich nicht erwähnen wollte, weil es darum nicht geht, ist, dass dem 7 Monate Zweifeln und Überlegen vorausging, ob ich das mache. Also ich musste irgendwie ein bisschen Mut ansammeln, weil Fakt ist, wir sind hier im Internet in einem öffentlichen Raum und die Welt ist ganz schön rau, gerade jetzt. Und ich habe gedacht, hast du da Lust drauf? Ja. Man weiß ja vorher nicht, wie es ankommt, was passiert. Und ich habe mir gesagt, ich mache das einfach. Es soll mein Stricktagebuch werden. Und es wird schon irgendjemand gucken, es wird schon irgendjemand gut finden. Und ich habe gedacht, es kommt ja nicht darauf an, wie viele mich schauen, sondern dass mich die Richtigen schauen. Die Leute, die Lust haben, mit mir in Kontakt zu treten und sich mit mir auszutauschen, weil ich einfach mit meinem Hobby mich total einsam gefühlt habe. Ja, die Sachen waren hochgeladen
Und ich selber, ich habe bestimmt 10 oder 12 Podcaster, die ich regelmäßig gucke. Und mir bedeutet es halt viel, dass ich mir euch ins Wohnzimmer holen kann und dann eine ganz tolle Begleitung zum Stricken habe. Ganz zu schweigen von den vielen Ideen, von den vielen Inspirationen, auf die ich gar nicht alleine kommen würde. Ja, auch wenn jetzt jemand Pulli strickt und der sagt, der ist von Ravelry und dies und das. Ich kenne mich bei Ravelry gar nicht so gut aus oder habe mich da noch gar nicht so umgeschaut. Also es hat die YouTube-Welt und die Podcast-Welt, was das Stricken betrifft, hat einfach total meinen Horizont geöffnet. Und einige von euch haben mir geschrieben, dass es ihnen ähnlich geht, dass sie sich manchmal so persönlich angesprochen fühlen, dass sie eigentlich gerne antworten würden. Und dass die Kommentare unter den Videos manchmal ein Bereich sind, wo man sagt, ich will jetzt gar nichts Dolles schreiben, aber mir ist das, was ich demjenigen sagen wollen würde, zu intim, als dass ich es in die Kommentare schreibe. Also das kann ich verstehen und nachvollziehen. Und deshalb habe ich für meinen Kanal eben auch diese E-Mail-Adresse eingerichtet. So, und dann habe ich mir gesagt, das Internet ist ein virtueller Raum im World Wide Web, aber es ist wie ein Raum. So. Und ob ich zum Bäcker gehe oder ob ich zum Arzt gehe und da einen Wartebereich betrete oder ob ich in ein Geschäft gehe, wenn ich reinkomme, sage ich Hallo. Ja, der reinkommt, der grüßt. So kenne ich das noch. Oder in einem Fahrstuhl. Ja, da bin ich einfach total altmodisch. Und ich habe mir gesagt, ich nutze jetzt diese Gelegenheit und schreibe ein paar Podcaster an und stelle mich denen vor. Und es ist ja dann viel persönlicher, wenn die mich, sage ich mal, über mein Video kennenlernen können, als dass ich denen eine E-Mail schreibe, weil ich immer gedacht habe, also kommt da überhaupt ein Austausch zustande? Haben die überhaupt Zeit zu schreiben? Ja, ich bin ja dann zum Beispiel so drauf, ich gucke mir Momas Wollwelt an. Die Gute hat mittlerweile ihre 1400 Folgen. Ich bin mit ihr, hänge im November 18 gefühlt, in der Adventszeit. Und wo ich dann denke, die haben ja wahrscheinlich gar keine Zeit und gar keinen Nerv, vielleicht zu antworten. Ja. Und trotzdem war mir das irgendwie ein Bedürfnis und einige haben auch keine E-Mail-Adresse oder ich konnte sie nicht kontaktieren und ich habe da halt nicht wirklich viel erwartet, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Das gehört für mich dazu, dass ich Hallo sage in die Runde. So. Ja, und dann hatte ich drei Engel für Charlie, wie ich sie nenne. Mit Thorsten Duett hatte ich vorher schon Kontakt. Und der ist für mich die Inspiration. Das war der erste, durch den ich diese Podcasts kennengelernt habe. Es ist für mich wie so ein Podcast-Papst oder ist vielleicht mein YouTube-Papi. Keine Ahnung. In jedem Fall habe ich ihn als einer der ersten eingeladen, mal reinzuschauen. Und dann habe ich noch die E-Mail-Adresse von der Eveline gefunden, von Maschenträume. Die habe ich auch angeschrieben. Und dasselbe bei Marina Mallorca. Ja, und womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die mich sozusagen in diesem virtuellen Raum unter die Fittiche nehmen, dass die mich protegieren und empfehlen und einfach mir helfen, dass ihr mich findet. Ja, da habe ich nie mit gerechnet. Und wir sind alle nur Menschen. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe von einigen keine E-Mail bekommen. Vielleicht bin ich im Spam-Ordner gelandet. Aber ich habe mir gedacht, du kennst die Leute ja nicht. Vielleicht haben die ja irgendwelche, Gedanken nach dem Motto Konkurrenzgedanken. Ja. Oder Neid oder haben da überhaupt gar keine Lust drauf, angeschrieben zu werden. Keine Ahnung. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass sie sagen, dass sie mich herzlich willkommen heißen, dass die mir sofort antworten. Ich habe gedacht, ich lade es mal hoch am Freitag.
vielleicht schaffen die das ja nächste Woche mal reinzuschauen. Nee, die haben sofort geschaut. Marina Mallorca, die war eigentlich die coolste Socke überhaupt. Die hat mir geschrieben, ja, also ich habe noch keine Zeit reinzuschauen, aber ich empfehle dich dann mal in der einen WhatsApp-Gruppe. Ich gedacht habe, ja, das ist ja lässig. Also einfach so, ja, den anderen auf den anderen aufmerksam machen und dem seine Chance gönnen. Ne? Das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich heutzutage, finde ich. Naja, und damit habe ich, wie gesagt, nicht gerechnet. Und es gibt ja große Firmen, Weltkonzerne wie McDonald's oder Coca-Cola, die Milliarden in Werbung investieren. Ich bin einfach davon ausgegangen, ihr kennt mich nicht, daher sucht ihr nicht nach mir. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich dann in 2 Monaten meine 50 Abos habe, dann ist das doch super. Ich habe ja auch Lust, dass ihr mir schreibt und dass wir in den Austausch treten. Und nun lief das ja mal ganz anders bei mir. Ja, also Freitag hochgeladen. Ich hatte am Mittwoch die 1000 Abonnenten geknackt. Und ich konnte von Montag bis Mittwoch nicht schlafen. Bin um 11 im Bett gegangen. Ich stehe um 6 auf, zur Frühschicht um 8. Und ich war um 3.30 Uhr wach und habe gedacht, was passiert hier? Ich bin wirklich nicht klargekommen. Und wenn ihr mal so einen Zustand erleben wollt, wo ihr positiven Stress habt, wo ihr im Kopf denkt, da ist nur Watte und ihr kriegt es einfach nicht gebacken, so eine emotionale Explosion und ihr habt im Kopf, könnt ihr es nicht in Worte fassen, nehmt ein Video auf, stellt es auf YouTube, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Ja, und deshalb bin ich halt also wahnsinnig dankbar. Ich bin dankbar für jeden, der mich findet, für jeden, der mich schaut. Ich bin dankbar für meine 3 Engel, für Evelina, Marina und Thorsten, die mich empfohlen haben und die natürlich, ja, die natürlich der Grund sind, warum die Abonnentenzahl so ist. Und ich bin da wahnsinnig dankbar für und ja, ich kann mich gar nicht genug bedanken, wie ich es möchte, sondern ich versuche einfach, hier weiter reinzuwachsen und weiter den Podcast zu machen, dass ihr sagt, oh, da habe ich richtig Lust drauf zu gucken. Und ja, und dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Der nächste Punkt ist zum Beispiel, dass ich ja dieses Buch gezeigt habe, wo mein keltisches Rankenmuster drin ist. So. Es haben, glaube ich, um die 5 Leute gesagt, dass sie dieses Buch zu Hause haben. Ja? Ein Buch, was ich 1994 gekauft habe. Ich bin 82er Jahrgang. Natürlich gibt es Leute, die zu dem Zeitpunkt 20 oder 30 waren, wo es jetzt nicht so verwunderlich ist, dass die dieses Buch im Schrank haben. Aber es haben halt viele sofort geschrieben, ja, ich habe das Buch, ich guck mal rein. Und sie haben sogar gesagt, ja, ich strickt es mal für dich. Die Legende ist wirklich nicht so easy zu lesen. Und ja, die sich hinsetzen wollten und mir das erklären wollten. Also Leute, die ja immer noch wildfremd für mich sind und die sich zu Hause hingesetzt hätten, um mir zu helfen. So, das ist ja alles nicht selbstverständlich und das ist ja noch neu für mich. Und da bricht mir eine Krone aus, so vor Freude. Das musste ich jetzt erstmal eine Woche schnallen. So. Ja, und was dieses Muster betrifft, also vielen, vielen Dank an alle, die sich gekümmert haben, die sich bemüht haben, mir zu helfen. Es gibt eine Zuschauerin, die also den Oberklopfer geleistet hat. Und zwar hat sie bei YouTube das Video zu diesem Muster gefunden. Es gibt eine Frau, die den Chart in die Kamera hält und die einen durch die kniffligen Parts durchhilft. Ich habe das Video noch nicht nachgestrickt. Ich werde es machen. Und zwar kommt das, wie gesagt, in einen Raglan-Pulli, den ich machen möchte. Aber wir haben gemeinsam darüber gesprochen. Ja, ich sage jetzt wirklich bewusst gesprochen, weil ich sitze hier und quatsch in die Kamera, aber ihr schaut es euch an und ihr antwortet. So. Und es ist eine Kommunikation und es ist ein Austausch. Und es gibt einfach
nichts Schöneres für mich. Dafür bin ich total dankbar. Und ich hoffe, dass ihr mir weiterhin schreibt in die Kommentare oder per E-Mail. Und ich möchte, dass ihr wisst, ich habe eine Übersicht an Kommentaren, die ich noch nicht beantwortet habe. Und ich habe in dieser Woche an drei Abenden habe ich Kommentare und E-Mails beantwortet. Und ich konnte in dieser Zeit nicht stricken. Und das war sehr, sehr komisch. Also mir hat einfach die Zeit zum Stricken gefehlt. Deshalb wollte ich, dass ihr wisst, ich lese alles und ich kann euch einen Daumen hoch geben und ich kann ein Herz verteilen. Und wenn ich das mache, dann habe ich euren Kommentar gelesen und dann habe ich mich von Herzen darüber gefreut. Aber es ist nicht möglich, dass ich alles beantworte, was mir echt leid tut. Und auch das ist halt krass für mich, weil andere, wenn sie einen Kanal starten, wahrscheinlich nach der ersten Woche einfach wesentlich weniger Abonnenten haben. So. Und ich habe es jetzt, ich denke jetzt für mich so, dass ich mich natürlich darüber freuen sollte und dass ich darüber auch dankbar bin, aber dass ich nicht den persönlichen Kontakt mit jedem halten kann. Das ist halt, denke ich, der Preis dafür, dass viele die Möglichkeit haben zu schauen und durch das, was ich erzähle und durch das, was ich stricke, einfach eine schöne Inspiration haben. So habe ich mir das jetzt gedacht. Ja. Und weil mir der Austausch so wichtig ist, wir kommen jetzt langsam zum Ende von dieser Folge. Ich habe mir ein paar eurer Kommentare rausgeschrieben, weil ich persönlich als Zuschauer finde, diese Kommentare, die sind, so wie ich das verstanden habe, nicht so richtig chronologisch. Also ich finde mich da schlecht zurecht und ich muss ja immer auch die Antwort anklicken, um die Kommunikation nachverfolgen zu können. Deshalb habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich euch gerne vorlesen möchte. Und dadurch, dass die Kommentare ja öffentlich sind, denke ich, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich das vorlese. Es ist ja kein Verstoß gegen den Datenschutz und es ist ja nach wie vor öffentlich und nachzulesen. Also, erstmal habe ich einen Kommentar bekommen von Mulchgarten Bio Selbstversorger mit einem ganz, ganz tollen Tipp zum Thema Farbechtheit. Und zwar hat sie geschrieben, ich arbeite viel aus der Catania, unter anderem Topflappen, Waschtücher, Spültücher, bunte Mandala, Deckchen, Taschenkörbchen, die natürlich öfters gewaschen werden, auch bei 60 Grad. Und damit die Farben top erhalten bleiben, lege ich die Sachen vor dem ersten Gebrauch in ca. 80 Grad heißes Essigessenzwasser für eine halbe Stunde ungefähr, wickel alle Teile zum leicht Ausdrücken in ein Handtuch und lasse es unausgespült trocknen. Wir sprechen hier von der Catania, von der Baumwolle von Schachenmeier, die ich in der roséfarbenen Jacke verarbeitet habe. Also keine Wolle, sondern eine Baumwolle, die man bei 60 Grad waschen darf. Und sie hat es ja jetzt also mit 80 Grad heißem Wasser gewaschen und dadurch werden die Farben besser erhalten. Fand ich schon mal ein super Tipp, werde ich ausprobieren und werde ich vor allem auch mit Baumwolljersey probieren, weil ich eine Bluse habe, die ganz, ganz schnell die Farbe verloren hat, die ich selber genäht habe, wo ich dann total traurig war. Also eine Bluse, ein Oberteil, wo es auch mal heiß ist im Sommer, das möchte ich waschen können. Da war ich total traurig, dass die Farben draußen waren. Vielen Dank für den Tipp. So. Dann hat sowohl Birgit Bemelen als auch Antonia und als auch noch einige andere haben geschrieben, ich würde auf die Knopflöcher der individuellen grauen Trachtenjacke Knöpfe aufnehmen. So, also ihr seht, in welchem charmanten Rahmen wir uns hier bewegen. Meine Jacke in Grau, die vor Fehlern tropft, wird hier schön als individuell beschrieben. Und ich habe ja gesagt, dass ich die Knopflöcher zunähen möchte. Und da wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, da einfach trotzdem die Knöpfe raufzunähen. Ich werde es nicht machen, weil ich die Knöpfe gerne als Schmuck auf einem anderen Projekt haben möchte. Aber die Idee fand ich halt total toll.
Und dann hat Diana Rekze geschrieben, dass sie eine Kordel oder ein Samtband in die graue Jacke einfädeln würde. Also sie würde die Löcher so lassen, wie sie sind und würde da einfach ein Band reinnehmen. Und das ist super typisch für Trachten, für Trachtenkleidung. Und das wird's werden. Also das werde ich machen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich überlege noch, welche Farbe. Mir schwebt ein Weinrot vor oder vielleicht ein ganz dunkles Grün. So ein richtiges Tannengrün, das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings im Moment in Grau passt die Jacke zu allem. Und ich trage die wirklich super, super gerne zu Hause, auch wenn ich immer ein- und aussteigen muss. So. Ja, dann möchte ich Edwin Römers erwähnen. Edwin Römers ist jemand, der mir aus Südafrika geschrieben hat. Also so klein ist die Welt. Auch da kriege ich Schnappatmung, wenn ich denke, ich werde in Südafrika geguckt. Das ist doch krass. Also ich finde es total krass. So. Ja, und den besten Spruch dieses Jahres, den hat die... Moment, ich muss hier ganz kurz schauen. Na, sag mal, jetzt habe ich mich hier so gut vorbereitet, jetzt finde ich das nicht. Komme ich ein anderes Mal drauf zurück. Mir fehlt hier eine Notiz. Ich vergesse es nicht. Ja, dann hat Elke Feuerstein geschrieben, sie möchte die Trachtenjacke mit der Kellerfalte haben. Ich habe ja in diesem Trachtenheft von Schachenmeier, die Moments Nummer 23, ist eine Jacke mit Kellerfalte drin. So, ich würde, liebe Elke, dir von Herzen gerne diese Anleitung kopieren und zuschicken. Ich werde es nicht machen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mich damit strafbar mache, dass es vom Urheberrecht nicht geht. Ich habe mich nochmal ins Internet gesetzt und habe recherchiert und es ist sehr, sehr merkwürdig. Wenn man die Jacke bei Google sucht, dann findet man dieses Magazin. Ich habe bei Google geschaut, ich habe mir die Bildersuche anzeigen lassen, ich habe das Magazin gefunden. Dann kommt man über diesen Link zur Schachenmeier-Seite bei Ravelry. Also es gibt bei Ravelry eine Seite von Schachenmeier. Jetzt zeige ich euch auch nochmal die schöne Jacke, um die es geht. Und es ist nicht so schön gemacht, weil, Moment, nur dass ihr das auch richtig schön sehen könnt. So, das hier ist die Jacke. Man findet sie unter Patterns bei Schachenmeier, aber das Muster ist dort nicht. Man kann es nicht kaufen, es ist einfach nur erwähnt. Dann klickt man auf einen Link. Und dann steht, this publication is out of print. Das heißt, die haben das Ganze 2013, haben die dieses Magazin rausgebracht. Es wird nicht mehr gedruckt. Und man findet die Bilder bei Ravelry, aber man kann die Anleitung dort nicht kaufen. Ja, das fand ich sehr, sehr schade. Und ich werde jetzt einfach nächste Woche mal Schachenmeier anschreiben. Ich kann mir doch denken, dass die irgendein Archiv haben. Die werden ja doch hoffentlich nichts wegschmeißen, was sie irgendwann mal rausgebracht haben. Liebe Elke, ich bleibe dran. Ja, das ist, dem gehe ich nach. Da müssen wir eine Lösung finden. Und da, ja, stelle ich auch die Frage in die Runde, wie würdet ihr so eine Anleitung suchen? Habt ihr noch Tipps? Wie können wir für Elke diese Anleitung auftreiben? Das wäre jetzt meine Frage. Weil das wäre schon schön. Das finde ich schade. Sonst. Ja, und Eva Susanne Schmidt hat geschrieben noch zur Trachtenjacke in Grau. Sie würde über die Knopflöcher Sternchen sticken. Fand ich auch total cool. Ich sticke nicht im Moment. Ich habe nur einmal in meinem Leben gestickt und dazu ist im Moment die Stricksucht zu groß. Also da habe ich jetzt gerade nicht die Zeit für mich reinzufuchsen. Ja, genau, das war es jetzt so ein bisschen, was ich euch noch an Tipps vorlesen wollte, mit auf den Weg geben wollte. Und
Ja, dann haben zwei Leute noch eine Frage gestellt, auf die ich sehr gerne eingehe, mit der ich öfter gerechnet hätte. Und zwar haben mich zwei Leute gefragt, wie ich mit meinen Nägeln überhaupt irgendetwas machen kann. Ich freue mich über diese Frage, ich kann sie auch nachvollziehen. Und ich kann es euch nur so erklären, normal ist, was man jeden Tag erlebt. Ich habe mit 25 eine Ausbildung zur Nageldesignerin gemacht, weil ich damals lange Fingernägel total cool fand. Und das ist etwas, das braucht kein Mensch. Das wollte ich aber haben. Das finde ich auch immer noch schön. Und Sachen, die man nicht braucht, die man aber haben will, sind für mich Luxus. Und ich wusste, du hast eigentlich nicht das Geld, alle 3 Wochen ins Nagelstudio zu gehen. So, dann habe ich irgendwann mir diese Ausbildung leisten können, habe das gemacht. Ich bin jetzt 39 und ich habe, seit ich 25 bin, trage ich künstliche Fingernägel. Also im Sinne davon, dass man sich den Naturnagel verlängert, dass man Gel aufträgt, was das Ganze stabilisiert. Und diese Länge, wenn du sie im Alltag trägst, ja, das ist einfach Alltag. Das ist für mich nichts Besonderes. Und ich kann es immer nur so erklären, ich mache wie jeder andere Mensch auch alles mit meinen Fingern und die Nägel sind halt nur mit dran. Und seit ich so viel stricke, seit einem Jahr, habe ich einen Strickdaumen, weil der Daumen natürlich beim Stricken auf der Nadel aufliegt und ich gemerkt habe, das ist alles andere als ergonomisch, wenn der genauso lang ist wie der andere. Also da musste ich wirklich Abstriche machen. Da habe ich gemerkt, es tut mir nicht gut. Ich hatte dann tatsächlich Schmerzen im Arm. Und dann ist natürlich Schluss mit der Eitelkeit. Dann müssen die Dinger ab. Und ja, jetzt ist es der eine Daumen. Und jetzt kann ich wunderbar stricken und nichts tut weh. Und der Rest ist einfach nur dran und stört überhaupt nicht. So. Ja, und ich freue mich, wenn ich darüber gefragt werde oder auch wenn fremde Leute einfach mal kommen und sagen, Entschuldigung, darf ich mal deine Nägel angucken? Da freue ich mich drüber, weil es natürlich auch ein Handwerk ist, es ist auch ein Hobby, was ich zu Hause mache, wo ich Zeit reinstecke. Manchmal wird aus dem Hobby auch eine Pflicht, ja, weil die müssen natürlich gemacht aussehen. Ich mag es nicht, wenn zwei ab sind. Und ja, und was ich schon oft gehört habe, ist, oder ich weiß natürlich, dass die optisch auffallen, aber es wird ja immer auch unterstellt, dass man damit auffallen möchte. Ja? Und ich trage die, weil es für mich ein angenehmes Gefühl ist, weil es für mich normal ist. Ich könnte keine E-Mail tippen, wenn die Dinger ab sind. Ich mache damit 8 Stunden Bürotag. Ich mache meinen Haushalt. Ich habe keinen Butler. Ich habe alle Umzüge selber gemacht. Ich habe viel Kraft in den Fingern, weil ich natürlich immer richtig greife, dass mir nichts rausrutscht. Ich greife manche Dinge auch anders. Und ja, ansonsten ist es ein Accessoire, so wie ein Ohrring, was keiner braucht, aber was mir gefällt. Und mit diesen Worten beende ich diese lange Episode und ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, dass ich euch ein kleines Berliner Überraschungsgeschenk schicke. Also schreibt mir gerne einen Kommentar, wo das Wort Berlin drin vorkommt. Es wird schöne Kleinigkeiten geben. Ich glaube, ihr freut euch darüber. Und ansonsten denkt über die Aktion Berliner Winter nach. Ich würde mich halt freuen, wenn wir dieses Weihnachtswichteln hinbekommen, was sich wie gesagt vor allem an Leute richtet, die in irgendeiner Form Probleme mit der dunklen Jahreszeit haben, ja, die Depressionen haben, denen es nicht gut geht. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Habt eine gute Zeit. Ich mache jetzt hier meinen Fjord weiter. Und eins habe ich noch vergessen. Das Tuch Dotti, was ich ja durch Eveline kennengelernt habe, das habe ich schon angestrickt. Ja, also ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass es wirklich einfach ist. Und was das für eine Wolle ist und wo ich die her habe,
erzähle ich euch beim nächsten Mal. Genau, und wie gesagt, ich versuche alle 14 Tage zu posten. Ich gucke noch ganz kurz rasch auf den Kalender. Ja, so viel zum Thema spontane Folge. Wo ist eigentlich mein Kalender? Wir haben heute den 21. August. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es schafft, mir, was das Gewinnspiel betrifft, zum Freitag, dem 3. September zu schreiben. Also schreibt mir bis 3. September. Bis dahin geht meine Geschenkerei, mein Gewinnspiel. Ich möchte es halt nicht Gewinnspiel nennen, weil ich mich bei euch bedanken möchte. Und ja, ansonsten denke ich, werde ich dann also in 14 Tagen, um den 4. September rum, kommt dann die 4. Folge. Und dann bin ich gespannt, wer mir schon E-Mails geschrieben hat zur Berliner Winteraktion. Ihr Lieben, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, es war lange, aber ja, ihr habt alle einen Pauseknopf und die letzten beiden Folgen habt ihr auch am Stück geguckt. Also, Bussi an euch alle, macht's gut, ganz viel Zeit zum Stricken, achtet auf euch, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, ciao!